Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webcast. Das Thema heute ist Civil 3D InfraWorks AutoCAD. Was gibt es Neues in der Version 24, also 2024? Mein Name ist Anna Denig. Ich bin begleitend im Hintergrund dabei, werde am Ende des Webcasts Fragen vorlesen, falls diese vorhanden sind. Diese können Sie gerne bei Ihnen im Chatfenster stellen. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieser Webcast aufgezeichnet wird. Und im Anschluss erhalten Sie diese. So, jetzt kurz zur Unternehmenspräsentation von der Innovi. Genau, danke schön, Andreas. Dieser Webcast wird heute von der AKG präsentiert und wir sind einer der vier Gesellschafter der Innovi GmbH. Die Innovi GmbH ist die gebündelte Konzentration an Erfahrung, Marketingkenntnissen und technologischem Know-how. Als Goldpartner des führenden Technologieanbieters Autodesk liegt unsere Spezialisierung in Branchen Maschinenbau, Mechanik, Architektur, Bauwesen und Infrastruktur. Und das seit über 25 Jahren. So viel zu der Innovi GmbH und ich übergebe an meinen Kollegen Andreas Adam. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen. Danke, Anna, für die Begrüßung. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Adam. Ich bin zuständig bei der Firma AKG für Support und Schulung von Autodesk-Produkten. Und ja, ich bin Vermessungsingenieur und die Produkte, die ich betreue, sind AutoCAD, AutoCAD Map, Civil, InfraWorks, Navisworks und auch ReCap fallen in meinen Aufgabenbereich. Ja, die Version 2024 ist draußen seit April und es gibt kleine, aber feine Neuerungen. In AutoCAD wäre das zum Beispiel der Aktivitätseinblick. Sie können also innerhalb Ihrer Firma, wenn Sie bei den Aktivitätseinblick starten, unter Ansicht, Verlauf, Aktivitätseinblick, können Sie ein Verzeichnis auf Ihrem Netzwerk, Firmennetzwerk oder Netzlaufwerk angeben und da werden dann alle möglichen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter werden protokolliert und Sie können mitverfolgen, wenn Pläne bearbeitet werden. Also hier habe ich das mit meinem Kollegen Norbert Wojciech mal hier beispielhaft ausgetestet und Sie sehen, dass dann teilweise ich den Plan bearbeitet habe oder eben mein Kollege, der Herr Wojciech. Sie sehen sogar die Bearbeitung, wenn der Plan umbenannt wird. Auch das wird mit in diesem Verlauf des Aktivitätseinblicks registriert. Die einzelnen Bearbeitungsschritte werden jetzt nicht registriert, weil wenn ich jetzt hier 8 Stunden an diesem Plan arbeiten würde, steht dann eigentlich auch nur einmal bearbeitet, aber zumindest wissen Sie, wer an dem Tag da dran war. Ganz genau. Des Weiteren kam hinzu, ich habe hier ein kleines Video gemacht. Eine neue intelligente Blockplatzierung. Das heißt, wenn Sie wiederholt Blöcke platzieren, hier jetzt zum Beispiel der Schreibtisch, dann erkennt das Programm selbstständig, wie der Block passend eingefügt werden kann. Also hier hat jetzt der Block vom Schreibtisch automatisch von rechts nach links umgeschaltet bei der Platzierung. Das sind keine besonderen Blöcke, das sind ganz normale Standardblöcke. Auch hier, wenn ich jetzt den Block von dem Stuhl platzieren möchte, fahre ich ungefähr in die Nähe, wie der Stuhl sonst platziert wurde zum Schreibtisch. Und ich muss keinen besonderen Einfügepunkt fangen, sondern erkennt, dass er eben an diesem Schreibtisch ausgerichtet wurde, der Block. Und auch hier, wenn ich jetzt hier diesen Rechner in diesem Beispiel Büroplan da platziere, dann erkennt er, dass er eigentlich in der Mitte des Schreibtisches stehen muss und orientiert sich eben an den anderen Plänen. Genauso hier jetzt das Telefon, wenn ich das jetzt in der Mitte von diesem Schrank platziere, das wird auch richtig gedreht,
weil es auf der einen Seite vom Schreibtisch dann halt auch so rum hingestellt werden muss. Also das ist hier eine recht hilfreiche Funktion beim Platzieren von Blöcken, die eine zusätzliche Intelligenz bekommen hat. Des Weiteren gibt es auch ein Ersetzen von Blöcken, mit dem sich viel leichter Blöcke austauschen lassen. Also wenn Sie jetzt hier in diesem Beispielplan die Stuhlform, den Stuhlblock ändern würden oder den Block für den Computer, der dann doch jetzt gerade ein bisschen veralteter Block ist, mit dem großen Monitor, dann könnte man das einfach anfahren und könnte sagen, diesen Block im ganzen Plan austauschen und das würde auch ganz gut funktionieren. Halt, jetzt ist die Folie nicht weitergesprungen. So, genau. Des Weiteren gab es noch ein paar Anpassungen in der Benutzeroberfläche. Zum Beispiel kam jetzt auf der linken Seite in AutoCAD dazu, wo die Registerkarten sind, für die verschiedenen Zeichnungen, die offen sind, gibt es jetzt da auf der linken Seite noch drei zusätzliche Striche mit einem kleinen Menü drunter, mit dem Sie viel leichter nochmal Pläne öffnen können, speichern können und die Pläne nochmal verwalten können. Ähnlich verhält sich das, wenn Sie eine Zeichnung offen haben, gibt es links unten jetzt auch nochmal drei Striche, mit der Sie ein Menü aufrufen können, wo Sie neue Layouts anlegen können und den Seiteneinrichtungsmanager. Sie können das also, ist ein bisschen geschickter wie früher, immer hier nur mit rechter Maustaste draufklicken und so auf die Registerkartenlayout. Kleinigkeit, aber eine schöne Geschichte. Die Startregisterkarte in AutoCAD wurde auch etwas angepasst. Und zwar gibt es jetzt wenn Sie die Autodesk Construction Cloud nutzen, haben Sie, wenn Sie hier unter den Autodesk-Projekten navigieren, haben Sie hier eine schönere Navigation, um Ihre Pläne dann auch in der Autodesk Construction Cloud auffinden zu können. Da hat sich die Navigation verbessert. Das waren die Verbesserungen und Erweiterungen, die sich in AutoCAD getan haben. Schauen wir uns mal an, was sich in Map getan hat. Da wurde natürlich auch die Oberfläche entsprechend angepasst. Ja klar, Map läuft auf AutoCAD oder ist ein AutoCAD mit einer speziellen Erweiterung, mit einem speziellen Toolset Map. Das Wichtigste, was sich getan hat und was viele auch freuen wird, wenn Sie in Ihrem Map-Projekt eine WMTS-Verbindung angelegt haben und sich GIS-Daten mit in Ihre Zeichnung reingeholt haben über so eine WMTS-Verbindung, hat es leider beim Plotten immer einen Versatz gegeben. Das zwischen den CAD-Daten und den WMTS-Daten hat es einen Versatz gegeben bisher. Das war extrem ärgerlich. Das ist jetzt auf jeden Fall behoben und das funktioniert jetzt auch, dass Sie da einen sauberen Plot entsprechend hinkriegen. Schauen wir uns die Neuerungen an, die es sich in Civil ergeben haben. In Civil 2024 ist jetzt der Project Explorer und das Grading Optimization ein vollständiger Bestandteil von Civil 3D, muss also nicht mehr nachinstalliert werden. Vorher konnten nur die Nutzer einer AEC Collection konnten den Project Explorer und das Grading Optimization nachinstallieren in Civil. Jemand, der nur eine reine Civil-Lizenz hatte, konnte diese zwei sehr guten Erweiterungen nicht installieren. Jetzt ist der Project Explorer und das Grading Optimization vollständiger Bestandteil von Civil 3D. Project Explorer, falls noch nicht bekannt, ist der bessere
Browser, mit dem sie einfach ihre ganzen Civil-Objekte sehr viel besser verwalten können. Außerdem haben sie da viel mehr Möglichkeiten, Eigenschaftssätze an die Civil-Objekte dran zu hängen und können da ein bisschen mehr tun. Grading Optimization war ein großes Thema schon bei uns, bei unserem Big BIM Event im Januar und jetzt auch bei den auf der Vestra User Konferenz, die letzte Woche stattgefunden hat. Grading Optimization hilft Ihnen, ein ideales Gelände zu finden. Also Verschneidungsoptimierung hilft Ihnen, ein ideales Gelände zu finden beim Verteilen von Massen beim Auf- und Abtrag. Bekommen Sie hier eine Unterstützung von der KI, die in iterativen Prozessen Ihnen ein optimiertes Gelände rechnet. Eben müssen Sie nicht mehr nachinstallieren und dieses Programmmodul Grading Optimization hat weitere Verbesserungen erfahren, nämlich bei der Benennung von Elementkanten und auch insgesamt wurde die Benutzeroberfläche angepasst. Im Bereich Querschnittsbausteine, wer viel mit eigenen Querschnittsbausteinen gearbeitet hat, der nutzt ja den Subassembly Composer, um diese zu erzeugen. Wurden jetzt Änderungen an den Querschnittsbausteinen im Subassembly Composer durchgeführt, musste eigentlich Civil neu gestartet werden, damit auch diese veränderten und aktualisierten Bausteine auch wieder in Civil reingeladen wurden. Das ist jetzt sehr viel einfacher. Sie müssen dann nur noch auf diesen betreffenden Baustein klicken und sagen aktualisieren. Dann wird auch der neue Baustein oder der geänderte Baustein nachgeladen. Verbesserungen bei der Bearbeitung von Druckleitungsnetzen hat es auch wieder gegeben. Insgesamt wurde das Konzept noch mal ein bisschen umgearbeitet. Außerdem, was jetzt neu hinzugekommen ist, Sie können Leitungssegmente in Bögen, also Linienleitungssegmente in Bögen konvertieren und auch wieder zurück. Also ähnlich wie man es auch bei Polylinien kennt, den mittleren Griff anklicken oder hinfahren, kurz draufstehen bleiben, dann geht so ein kleines Kontextmenü auf und dann in Bogen konvertieren oder wieder zurück in Linie konvertieren. Weitere Anpassungen an der Oberfläche, kontextbezogene Registerkarten kennt man bei der Bearbeitung von DGMs, Achsen und so weiter. Auch bei der Kanalbearbeitung kommen immer diese kontextbezogenen Registerkarten. Wenn man eine Verschneidung bisher bearbeiten wollte, kam die nicht. Jetzt, wenn man eine bestehende Verschneidung auswählt, kommt diese kontextbezogene Registerkarte und man kommt einfacher an die Werkzeuge dran, die für eine Bearbeitung der Verschneidung notwendig sind. Genau, das auch die Neuerungen von Civil Country Kit 2024 ist natürlich noch nicht draußen. Das braucht immer noch einen kleinen Moment. Ich rechne Ende Juni, Anfang Juli mit dem entsprechenden deutschen Country Kit für 2024. Und dann sind wir auch wieder vollumfänglich einsatzfähig für den deutschen Markt. Ansonsten, wer jetzt schon mit der 2024 arbeiten möchte, nimmt seine Vorlage von der 2023 und kann da arbeiten damit. Was dann noch fehlen, sind eben diese kleinen Zusatzprogramme, die im Country Kit drin sind, die bisher jetzt nur in 23 vorliegen, aber in der 24 demnächst auch erscheinen werden. InfraWorks gibt es auch kleine Änderungen.
Ja, eben, es kam ein Höhenmesswerkzeug für Schnitte dazu, dass man in den Schnitten eben solche Höhenmarkierungen machen kann und sich da Höhenquoten anschreiben lassen kann. Und genau, Verbesserungen bei den Schnittebenen in Tiefbaustrukturen oder eben bei Brücken kamen dazu. Das ist schöner geworden hier und einfacher geworden, hier die Schnittebenen zu setzen. Außerdem auch in die Zusammenarbeit insgesamt mit den mit Revit ist da dazugekommen. So, jetzt ist hier eine Frage aufgetaucht, mit der kann ich im Moment noch nicht so richtig was anfangen. Also eben, das waren so die Neuerungen jetzt von der 2024. Eine Frage habe ich jetzt hier. Soll ich sie Ja, vorlesen oder möchtest du? nein, ich werde mich, also ich komm jetzt gerade mit der Frage noch nicht ganz zurecht. Ich werde mich bei dem Kunden da nochmal persönlich nochmal melden im Anschluss. Das sehe ich jetzt auch nicht als Teil des Webcasts, genau. Ja, ansonsten sind erstmal keine Fragen da. Es war recht kurz jetzt die Geschichte. Es kam das große Ganze oder riesengroßen Umbrüche hat es jetzt nicht gegeben. Es wurde viel unter der Haube geschraubt und gemacht. Aber es kommen ja auch mal zwischendurch nochmal kleinere Änderungen und das Country Kit 2024 für Civil 3D. Da bin ich gespannt. Da wird sich bestimmt auch noch einiges tun. Ja, mir bleibt Ihnen für die Aufmerksamkeit zu danken. Und ja, nutzen Sie unsere Weiterbildungsangebote. Schauen Sie mal bei unserer Webseite vorbei, und gucken Sie, was Sie da für sich finden können. Andreas, die URL gibt es Ja, wahrscheinlich, oder das ist die inovi.de. das ist inovi.de. Da können Sie bei unserer Webseite vorbeischauen und mal Genau. schauen, ob Sie da die entsprechenden Termine für die nächsten Webcasts, ob da was für Sie dabei ist. Ganz genau. Ups, das war eine Folie zu viel. Da sind jetzt gerade die Kontakt. Da ist sie. Genau. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren entsprechenden Ansprechpartner der AKG oder eben insgesamt die Inovi. Und mir bleibt zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.